Hallo, ich grüße euch, hier ist wieder Janusz. Wir haben Ende Dezember, noch zwei Tage bis Silvester. Das Wetter, wie ihr seht, ist ziemlich grau und auch etwas windig. Aber nach den vielen stürmischen und regnerischen Tagen, es ist richtig toll. Und so möchte ich hier in unsere Umgebung eine kleine Waldrunde fahren, in der Forstenrieder Wald. Forstenrieder Park heißt das wohl. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt bitte mit. Es geht los. Ja, also hier verlassen wir Gauting und diese unscheinbare, unbefestigte Straße. Das ist die Römerstraße Via Julia, 2000 Jahre alt. Die damalige Augsburg mit der damaligen Salzburg verbunden hat. Dankeschön. So, hier bleibe ich einen Augenblick stehen. Ich wollte euch nämlich noch mal was erzählen. Wenn ich meine Fahrten mache und darüber Videos mache, dann mache ich oft Aufnahmen mit einer DJI Mini 2. Die DJI Mini 2 ist eine fantastisch gute Drohne, fliegt sehr ruhig, macht tolle Aufnahmen, aber der hat einen großen Fehler, nämlich der ist blind. Das heißt, der erkennt die Hindernisse nicht. Wenn ich der fliegt, wohin ich steuere. Also wenn ich gegen einen Baum steuere, dann fährt er gegen Baum und wenn ich gegen eine Wand steuere, dann fliegt er gegen Wand. Und es ist mir schon dreimal vorgekommen, dass ich meine Drohne gecrasht habe. Aber Gott sei Dank ist nie was kaputt gegangen. Aber ob ich weiterhin so ein Glück habe, das weiß ich nicht. Und ich wollte darauf mich gar nicht verlassen. Deswegen habe ich mich vor 3 Monaten in Kosten gestürzt und habe ich mir eine neue Drohne gekauft. Und zwar ein DJI Mini 4 Pro. Ja, also das ist hier die DJI Mini 4 Pro. Das ist eine super Drohne und was besonders ist, der hat ein 360 Grad, also praktisch eine kugelförmige Hinderniserkennung. In Theorie. Ich habe das Ding seit 3 Monaten und ich lege Gott weiß nicht darauf an. Also ich mache keine besondere Crash-Test oder sonst was. Ich fliege damit ganz normal und da bin ich schon 4-mal gecrashed. Einmal sogar so, dass der Gimbal kaputt gegangen ist. Ärgerlich sowas. Allerdings muss ich sagen, DJI war sehr kulant. Ich brauchte meine vorhandene Versicherung gar nicht in Anspruch nehmen. Trotzdem habe ich eine neue Drohne bekommen. Also, diese Hinderniserkennung ist richtig super, wenn die Lichtverhältnisse gut sind und wenn der Hindernis ganz eindeutig ist. Das heißt also, wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind und jetzt, wo kein Laub mehr auf den Bäumen ist, sondern so ganz, ganz dünne Zweige in der Wege stehen. Da muss man wahnsinnig vorsichtig sein. Das erkennt diese Drohne nicht, fliegt voll dagegen. Und da stürzt ab. Also, ich wollte euch jetzt zeigen, lasse ich mich auf diesen breiten Weg hier folgen. Und dann könnt ihr sehen, wie es funktioniert.
hier soll es tatsächlich gut funktionieren. Also, dann lasse ich jetzt die Drohne starten. Okay. Schön. Jetzt markiere ich mich. Das ist auch geschehen. Und jetzt kann ich sagen, folgen, go. Und jetzt kann ich mal fahren und mal sehen, ob das Ding mich folgt. Ja. Also offensichtlich tut es. Diese Piepsen, das ist von der Hinderniserkennung. Das kann man abschalten, ich habe es vergessen. Aber ihr seht, es funktioniert. So, da vorne kommt eine Kurve. Mal sehen, ob mich verliert oder folgt. Ja, also würde ich sagen, ohne Probleme. Toll. Hier ist offensichtlich viel dunkler als vorher gewesen ist. Die Sonne geht schon unter und probiere ich, ob hier die Drohne mich folgt. Ja, also ohne Probleme. Toll. Da vorne, da sind so Büsche mit dünnen Zweigen. Mal sehen, ob die diese Hindernis auch schafft. Hier. Oh je. Super. Wieder geschafft. So, und jetzt wollte ich euch noch weitere Möglichkeiten zeigen. Also, hier lasse ich mich folgen. Und ihr seht hier diese zwei Kreise in der linken Ecke. Und da sieht man mich in der Mitte und dass die Drohne mich von hinten folgt. Und jetzt möchte ich aber, dass die Drohne mich lieber von vorne folgt. Also mache ich auf dem Display beifahren die Drohne nach vorne und siehe da, die folgt brav meinem Befehl. Sogar hier, wo ich jetzt die Richtung wechsle, hier, bemüht sie sich möglichst schnell wieder diese Position, was ich angegeben habe, nämlich mich von vorne folgen, einzunehmen. Aber jetzt möchte ich lieber, dass wieder von hinten folgt, und zwar ein bisschen weiter nach oben und mit größerem Abstand. Und siehe da, tut's auch. Und jetzt möchte ich doch lieber, dass der rechts
vor mir fliegt, da. Und ihr seht, sie tut es auch. Ja, und hier sind weitere Möglichkeiten, nämlich ich kann diese Folgen automatisch machen. Das heißt, dann folgt mich die Drohne und tut automatisch irgendwelche Manöver. Ich bleibe immer im Fokus, aber jetzt folgt sie mich von dieser Seite, dann von der anderen Seite. Dann von hinten und ich tue nichts. Das geht alles jetzt automatisch. Dann geht ein bisschen mehr ran, dann kommt ein bisschen mehr Abstand und ein bisschen mehr von oben. Dann geht es wieder näher ran und so entstehen ganz interessante perspektivische Aufnahmen. Ja, liebe Leute, das war es. Langsam wird es dunkel. Ich fahre langsam nach Hause. Ich möchte mich jetzt verabschieden. Pass auf euch auf. Ciao, ciao.